Freunde, ich nehme euch heute mit auf ein Wochenende auf der Gamescom zusammen mit Paul. Let's go. Clarity Visa, see water. Freunde, wir sind in Köln angekommen, ich bin zusammen mit Endes hier. Hey yo. Hier ist Kölner Dom. Wir machen einfach so eine Demo gegen die AfD oder so. Kein Rassismus. Rassismus ist natürlich nicht gut, ne? Okay, Freunde, wir sind jetzt bei Dunkin' Donuts. Wir testen mal die Donuts, mal gucken, wie die schmecken. Okay, Freunde, das ist der Dings, Digga, der ist voll klein. Ich dachte, der wäre größer. Mal ein Geschmackstest. Ja, sehr süß. Diese Schokodinger sind wie bei dem Joghurt mit der Ecke, ne? Kennt ihr das noch? Schreibt es in die Kommentare. Aber alles in allem schmeckt eigentlich ganz gut. 8 von 10. Freunde, hier auch so Musik in der Stadt. Ich höre so etwas, finde ich immer geil, ne? Geiler Typ. Freut mich alle mal auf TikTok. Freunde, wir sind jetzt bei Pizza Hut hier in Köln. Wer ist noch schnell was, bevor es zu Gamescom geht? Digga, ich schwör's euch, Chat. Die Pizza L, ne? Pizza L Thunfischiger, die ist so ein Entwickler. Also, wenn ihr mal hinkommt, holt euch lieber M. Ich schwitze auch schon, weil hier so viel fucking Fett drin ist. Also ich sag euch, Jungs, Pizza Hut hat sehr gut geschmeckt. Safe so eine 9 von 10, auch wenn es etwas teurer war. Aber Digga, ich schwöre euch, nehmt höchstens Pizza M oder Pizza S. Ich bin jetzt schon sehr voll, aber ja, deswegen eigentlich. Zur Not kann man es auch sich so einpacken lassen. Das ist eigentlich geil da. Jetzt gehen wir zu Gamescom. Okay, Freunde, wir sind jetzt hier angekommen auf der Gamescom. Mal gucken, was so abgeht. Hier ist einfach in Halle 7, ist einfach nur ein Ballstars-Spiel. Boah, ich bin euch ehrlich, bisher ist noch gar nichts passiert, ich würde gerne sowas aufnehmen. Wir sind jetzt in irgendeiner riesigen Halle, aber hier passiert irgendwie auch nichts. Ihr müsst jetzt einfach mal was finden, wo man sowas machen kann. Okay, Freunde, wir sind jetzt hier an so einem Cage-Stand von Fritz Cola. Hier gibt es so ein Minispiel, ich werde das austesten. Der erste Platz hat 599 Punkte. Wir schauen jetzt, ob wir das direkt machen können. Und ein Ding ist quasi ein Punkt. Fuck, Digga, 500. Wie viel haben wir? 540? Okay, Waffe ist 2, 540. Checken, welchen Platz wir sind. Dritter Platz, also ich, ist in Ordnung, Chat, wir verewigen uns. Und der Heijo, dritter Platz. Wenn ihr wisst, dann wisst ihr Bescheid. Jetzt gehen wir weiter. Okay, Freunde, ich habe jetzt eine Idee, wir machen jetzt gleich den Monster-Prank. Ich fahre gleich ganz laut, da hinten ist Monster. Da filme ich die Reaktion der Leute, mal gucken, wie es ausschaut. Ey, da hinten ist Monster! Was, da keiner reagiert, das ist so schade. Okay, jetzt Versuch Nummer 2. Hey, das ist Monster, Monster! Das klappt gar nicht, die gucken immer nur auf mich, das ist schade. Okay, Freunde, ich habe jetzt bei dieser Lead Test Endchallenge gewonnen für den Samstag. Gewinnen kriege ich erst ein Mausbett, habe ich eben per E-Mail erhalten. Wir müssen jetzt schnell hinlaufen, weil wenn ich das heute nicht abhole, kriege ich das gar nicht mehr. Deswegen, wir schauen jetzt mal, wie das Mausbett ausschaut. Okay, Freunde, ich habe jetzt auch nichts gewonnen, Digga. Die haben mich auf jeden Fall gescampt bei dieser Lead Test Challenge. War so, also eigentlich war ich Erster. Dann, wenn es ankommen, ich dachte schon, ich hätte es gewonnen, aber es hat mich wieder überholt. Dann, ich spiele noch einmal und ich habe den Highscore wieder geknackt quasi. Aber der andere Sieb hat so krass aufgepasst, so der Mitarbeiter. Da meinte er, man darf nicht öfter als zweimal spielen und deswegen würde ich keinen Preis gewinnen. Wo ich eigentlich besser war als der andere Sieb und niemals hat der andere Sieb auch noch zweimal gespielt. Weil so ein hoher Score mit nur zwei Versuchen ist eigentlich unmöglich. Da spielt safe jeder und endlich oft. Aber ja, ich gehe da morgen nochmal hin. Okay, wollen wir dann noch kurz bei Five Guys, wir abusen hier den Getränkeautomat mit kostenlosen Getränken, ist ganz geil. Okay, Freunde, es ist jetzt Sonntag, Tag 2, gleich geht's wieder auf der Gamescom. Heute, ja, ist so 13 Uhr, wir fahren gleich los. So, vorne kurzer Outfit-Check, die Hose, die ich mir gestern geholt habe. Und natürlich heute auch mal ein Zeichen setzen. Geile Fortnite-T-Shirt, let's go. Okay, Freunde, wir jetzt im Bankroom der Gamescom ankommen, hier ist einfach so niemand. Ich dachte, wir durften gar nicht reingehen, aber wir sind einfach reingegangen. Die Security-Männer haben nichts gesagt, weil wir so geil aussahen. Aber jetzt müssen wir finden, wo die Gamescom eigentlich weit ist, weil hier ist ja gar nichts. Wir sind jetzt bei der Nintendo Switch Area. Ich spiele Nintendo Switch Just Dance. Das sieht cool, aber. Boah, das muss so cringe sein, als kriegen dafür halt eben Geld, dass sie das machen. Wir sind jetzt hier am Minecraft-Stand. Hier ist der Creeper. Hey Jungs, Metal, ihr müsst aufpassen. Nicht, dass der Creeper explodiert, ne? Und sie machen mich gar nicht. Freunde, wir machen jetzt ein Quiz, mein Quiz am Minecraft-Quiz. Wie kann man Honig am besten in Minecraft ernten? Die Bienen, Alter. Da muss Bienen jetzt gar nicht mehr gespielt. Ich würde sagen, die Bäume fallen. Wir sehen jetzt am Ende, ob es richtig ist. Wie kannst du einen Panda zu bringen, dir in Minecraft zu folgen? Bambus essen die immer. Wie viele Honigflaschen macht man? Ich meine, 9 ist immer klassisch. Schreibt in die Kommentare, wie ihr das Quiz bestehen würdet. Wie aktivierst du das Endportal? Okay, das weiß ich noch mit 12 Endaugen. Welche der Gegenstände? Ihnen Waben gibt es. Enderman, wie fortnehmen sie sich teleportieren? 38% habe ich. Was auch ich für die an? Du bist ein neuer Abenteuer, das folgende Ordnung durchschmeißt, kannst du mit Minecraft deine Fähigkeiten ständig weiter ausbauen. Nice. Freunde, das ist echt krass, wie viele Leute hier rumgehen. Alle gehen hier irgendwie im Kreis, so 1000 Millionen Leute.
Aber es wird auch einfach ein Team, das fucking AFK. Okay, vor allem, wir haben uns noch etwas zu essen geholt, da hinten bei diesem Hinterladen. So schaut's aus. Ja, der Reis schmeckt so lala. Das freut mich, dass du es probierst. Okay, vorher schon jetzt aufgegessen. Essen war nicht so geil, schmeckt. So 4 von 10 vielleicht. Da hinten ist der Laden. Kriti ist Indian Food, Digga, das ist auf jeden Fall quatschig. Aber ich glaube auch Mester nie, der Laden hier so ist quatschig, weil ja, ist hier ein bisschen Qualität das Essen und ja, so schnell essen, ne? Meine Freunde, da ist Ada. Der macht ja so Meet and Greet, aber Anschild unter dem eh nicht. Aber Ada ist ein cooler Typ, Digga, ich finde, die Leute werden immer unsportlicher und da ist so ein Vorbild, was da zeigt, dass man es ergänzen kann, auf jeden Fall geil, deswegen feier ich den Typen. Auch wenn ich ihn selber nicht so gut kenne. Die wollen wir jetzt hier bei diesem Ding. Also eigentlich ist schon geschlossen, aber die machen ja alle so ein Warm-up. Und ich gehe jetzt einmal auch mal mein Warm-up. Der Warm-up ist abgeschlossen, gleich geht's zum Turnier. In Minecraft Jumpern war ich eh schon mal krass, wir testen das jetzt auf. So lange, wenn ich runterfalle, dann ist das Video zu Ende. Alter, die Sand ist so hoch. Ah, Sneak-Taste gibt's auch nicht, so stoppen wir mal, auf jeden Fall einfach. Vorhin haben wir ein Pastaboot getroffen. Netto ist besser. Was? Netto ist besser. Wer ist besser? Netto. Ah geil, also mein Kräftigfelter wurde auf jeden Fall kaputt gemacht. Nach der Hälfte vom Zeigefehler habe ich ihn trotzdem bekommen. Ich dachte, wir würden jetzt einen neuen oder so machen. Das ist der Crab mit Oreo habe ich schon nie gegessen, ne? Wir machen jetzt Live-Test. Der Teig ist geil von Crab, weil der ist einfach immer geil. Oreo ist so ganz cool, aber müsste so etwas cremiger sein, weil der Oreo ist eher so, er fühlt nur den Oreo-Keks gemacht, ne? So, die Spice vom Oreo fehlt so komplett. Deshalb hast du auch so ein geiles Ding hier bekommen. Ist jetzt so 19 Uhr in einer Stunde Schießgames, wenn wir da irgendwas machen, aber wir wissen nicht genau was. Ich spiele jetzt irgend so ein Spiel bei Xbox Stand. Ja, schreibt mal in den Kommentar, was hier für ein Ding ist. Ich weiß gar nicht, ich habe mir so eine Folge angedrückt, aber ich weiß gar nicht, was das ist. Freunde, ich glaube, ich bin jetzt echt so in der Gamescom zum Geek mutiert. Ich habe jetzt so ein komisches Ding auf meinem Kopf. Irgend so ein Bändchen, was man jetzt hier geschmissen bekommt. Mit dem Fortnite-T-Shirt. Digga, das hier ist eine andere Welt. Okay, Freunde, wir testen jetzt Zelda. Guck mal, hier ist die Frau, die ich jetzt auf dem Handy geklebt habe. Die linke, glaube ich. Geile Chaya. Okay, wir testen es jetzt mal. Ich weiß nicht ganz, wie es funktioniert. Zelda kann ich euch nicht empfehlen. Ich bin direkt Game Over einfach. Was eine Kacke. Okay, Freunde, jetzt gehen wir in den Fanboy-Modus und holen uns gratis Sachen ab, weil SK Gaming. Ich bin jetzt hingegangen und ich habe zwei Sockenpaare gewonnen. SK Gaming X Telekom. Sehr geil. Jetzt gehen wir wieder nach Hause. Gestern hat geschossen, ist so ja, 14 nach 8 oder so. Und jetzt sind wir noch so im Bahnhof laufen. So, Freunde, Baba Sonnenuntergang, ja. Freunde, jetzt auf jetzt als Action probieren wir noch eine Pickel. Die haben wir in Köln gekauft. So sieht die aus. Boah, die ist richtig eklig aus, ne? Guck, da ist die drin. Mal gucken, wie sie schmeckt. Ich habe gar keine Lust drauf, die zu essen, ne? Oh, guckt euch das an. Nein. Das ist so eklig. Oh mein Gott, mein Handy ist gleich nass. Wo kann man da einfach so reinbeißen? Ich schwöre, nachher sterbe ich schon an Lebensmittelvergiftung, ne? Von der Sund. Boah, die sieht so eklig aus, ne? Da ist noch von der ganzen Säure, die da drin war. Okay, ich beiß ein Stück ab, so. Boah, die riecht, stinkt auch schon richtig krass, ne? Boah. Schmeckt so gar nicht. Digga, die ist so richtig sauer und so eklig. Das ist so ein komischer, säuerlicher Geschmack, aber viel zu sauer und unnatürlich. Auf jeden Fall esse ich die nicht weiter. Scheiße, Mann.